Könnte jetzt der ganze Hühnerstall etwas zur Ruhe kommen? Wir wollen das Hochzeitsfoto machen. So, wer fehlt? Cheese! Ich war schon immer scharf auf Briefträger. Ich glaube, ich habe eine Eilsendung für Sie, Frau Walzer. Dann steck sie mal in den Briefkasten. Ich erhebe mein Glas auf das glückliche Brautpaar. Prost. Brillante Rede. Dieses ganze Gelände hier wollte ich kaufen vor ein paar Jahren. Ich dachte, Sie bekommen immer alles, was Sie wollen. Das ist mein letztes Angebot. Ich sag's Ihnen nochmal, mein Grundstück ist nicht zu verkaufen. Wir gehen und zwar alle sofort! Ich übertreib jetzt nicht, ja? Komm, misch du dich nicht ein jetzt! Ist ja doch nicht so eine öde Gegend. Und die Rechnung? Stecken Sie den Umschlag, schreiben meine Adresse auf und schieben sich alles in den Arsch! Das steht hier nicht rum, ab jetzt! Du hast Mutter und Sophie im Restaurant vergessen. Warum sagst du das jetzt, du Idiot? Soll er auch sagen, dass sie zwei Frauen in der Damentoilette eingesperrt haben? Hol uns hier raus! Hier gibt's keine Hochzeit ohne Tote. Von den Produzenten von Das Experiment. Wir haben Besseres zu tun, als hier Kabel zu spielen. Du bleibst hier, alle bleiben hier! Tut mir leid, Herrschaft. Endstation. Wissen Sie, es gibt Tage, da bin ich zu allem fähig. Ist doch eigentlich ganz nett hier, oder? Komm, verpiss dich! Was ist das jetzt schon wieder? Das ist nur ein Museumsstück. Ich lass mir von diesen Dorfdeppen nicht mein Wochenende versorgen. Ja? Wieso, du wolltest doch ein Wochenende mit Sex bis zum Delirium. Wie kann ich losgehen, Opa? Mein Mercedes. Lass die Frauen raus, sonst gehen sie richtig rund! Deine Rechnung wird immer teurer! Die Bluthochzeit. Es geht doch nicht um Schuld, es geht um Familie. Heute Abend fahren wir wieder rüber, wenn es dunkel ist. Und wer kein Schlappschwanz ist, der kommt mit. Ein Film von Dominik de Röderer. Nein! Runter! Die Bluthochzeit. Jetzt guck doch nicht so. An den Tag wirst du dein Leben lang denken. Und das ist das Wichtigste beim Hochzeitstag.